Das ist jetzt der legendäre Manzoli. Unglaublich, das lässt einen Wendler nebendran gerade verschwinden und ins Nichts dastehen. Was für ein absolutes Auto. Hä? Das ist F9XX bei Manzoli. Der absolute Luxus. Also wenn du so einen Wagen besitzt, dann hast du es mehr als geschafft. Ich müsste nächstes anschreiben, bitte nicht berühren. Was nicht immer gelingt. Ich habe nächstes einen Security, der die Leute abhält davon, sich das Auto zu berühren. Natürlich, das sieht man nie auf der Straße. Es ist so, so selten und so wirklich extrem teuer. Es ist Monte Carlo, liebe Leute. Das Auto ist wahrscheinlich im Besitz des Casinos. Es ist auf jeden Fall auf dem Parkplatz vor dem Casino hier mit gebührenden Teilnehmern wie Rolls-Royce und Bentley. Was ist das für ein geiles Nummernschild? Irgendwie ein Golfstadt. Das ist sowieso Trend, dass die Leute aus Kuwait und aus den Golfstaaten ihre Autos mitnehmen. Der Prinzipal. Ha, sogar ein Schweizer Auto dabei. Oh, ist das wieder für ein Nummernschild? Wo heißt der? Ah, Prinzipal Monaco. Wir kriegen eine neue Nummer. Wow, ja, genau. Cool. Und den habe ich gestern schon gefilmt. Costing. Dem schönen Lamborghini. Ganz edel. Luxuriös. Noch eine Monte Carlo. Wow. Ein rechtsgesteuerter. Wow, ist der bullig. Wenn du den anschaust, das ist unglaublich. So viel Gewalt, das Auto. Ich bin wieder einmal vor dem Le Paris Hotel. Das Luxushotel mit dem Casino neben dran, wo 24 Stunden Action ist auf diesem Platz. Das schläft nie. Und da kommen die Luxusautos im Sekundentakt oder im Minutentakt durch. Weil der Verkehr hält sich auf, darum Minutentakt. So elegant. Ja. Ah, es ist schon Geld da, Monte Carlo. Also, es ist unbeschreiblich. Es gibt keine Leute, die haben wirklich gar keine Limits mehr. Und die Leute bleiben einfach stehen hier bei den Autos. Es sind immer ungefähr 100 Handys gezückt, die Filme gemacht. 100 Leute, die Kamera permanent in der Hand halten. Fünf Sterne. Einmalig. Ja.
Schwieriges.